Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Und ich muss sagen, ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das wirklich bis zum Ende durchzocke. Ich habe es mir nicht gekauft, das war ja zum Glück im Game Pass drin. Und ich muss auch sagen, das ist auch ganz gut so, denn ich hätte für das Spiel kein Geld ausgegeben. Ganz ehrlich gesagt, also mir wäre es das nicht wert gewesen. Ich weiß, das sieht jetzt der ein oder andere anders, der sagt sich so, wow, voll geil, aber es ist einfach eigentlich nur so ein relativ plumper Third-Person-Shooter mit einem Deckungssystem, das man aber eigentlich nicht braucht. Also zumindest jetzt noch ein bisschen, später nicht. Der eigentlich eine coole Story hat vom Prinzip her, sie aber irgendwie total versaut, indem er es übertreibt. Ja, es könnte ein super geiles Open World RPG im Mass Effect Style sein. Stattdessen versucht man, weil die Story bietet es definitiv, stattdessen versucht man auf Zwang einen Third-Person-Loot-Shooter zu etablieren, der hinten und vorne nicht funktioniert. Und das Ganze dann auch noch. Ja, ich sag mal, es wirkt halt alles so aufgesetzt. Also für einen Loot-Shooter fehlt mir der Loot, definitiv. Ich möchte wirklich so à la Borderlands zugeschissen, entschuldige, wenn ich das sage, werden mit Zeug, sodass ich dann auch da hänge, wie zum Beispiel bei Borderlands oder auch zum Beispiel Shadow Warrior 2 ist ein perfektes Beispiel für einen Loot-Shooter. Auch wenn es eigentlich mehr Shooter ist als Loot, das Loot ist nur so nebenbei. Wo man dann wirklich erstmal dasteht, entweder während der Mission in der stillen Ecke oder danach. Und erstmal alles sortiert und dann so, okay, das hat das, okay, aber das hat das und, ne, erstmal vergleicht und alles. Das ist hier so, ja, weiß nicht, irgendwie als man wollte, man hat aber keine Ahnung gehabt, aber es liegt im Trend, also macht man da was. Also, ja, weiß nicht. Ich hätte es darauf verzichten können. Was denn? Sandturm ist da hinten. Bin ich da mal anders lang gelatscht letztes Mal? Nee, ne? Da müssen wir lang. Ach, System. So, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Tasten waren. Entschuldigung übrigens. Wegen Husten und Schniefen, aber ja, es hat mich erwischt. Nicht zu knapp, ehrlich gesagt. Ja, das würde ich gerne überspringen. Ich muss mich zum zig Trillionsten mal angucken, wie er dahin wartet und das Tor runtergeht. Und ja, weiß auch nicht. Ich habe halt auch keine Ahnung, was das soll. Also, ich bin der Meinung, das Ganze als vernünftigen RPG Koop-Shooter aufzubauen, hätte mehr Sinn gemacht, als es so wie es jetzt ist. Aber dann hätte man, glaube ich, zu viel Tiefgang gebraucht. Und man merkt ja, die Story wird. Ja. Es gibt wohl eine. Richtig. Aber das wird auch später nicht allzu viel tiefgründiger. Ja. Also auch die Sachen, die man findet, die man lesen kann, es ist so. Ja, ich weiß nicht. Als ob jemand so sein erstes Mal versucht, ein Videospiel zu programmieren in diesem Bereich oder zu generieren und sich dann überlegt, so, oh ja, ich habe mal da was bei dem Spiel gesehen, das fand ich ganz cool. Ah, und das bei dem Spiel. Und man holt sich von überall was her, aber so richtig zusammenpassen und so richtig sich intensiver mit einem dieser Teile oder Abschnitte des Spiels zu beschäftigen, das hat man anscheinend nicht gemacht. Sondern einfach dann von da war es, aber so relativ viele Sachen aus verschiedenen Bereichen, aber nichts richtig. Ja. Und das ist halt enttäuschend. Super enttäuschend, ehrlich gesagt. So, ich rette mal, alle Gegner sind wieder da. Natürlich werden alle wieder da sein. War der schon immer so klein? Egal. Nee, nicht? Na, das ist immer angenehm. Das hätte ich jetzt auch äußerst nervig gefunden, wenn die alle wieder da gewesen wären. Aber hätte mich nicht gewundert, ehrlich gesagt. Ach, die Flagge muss ich wieder setzen, ja?
Achso, nee, ich möchte nicht reisen. Das war nur Munition, genau. Ach, dass ich Missionen immer wieder machen kann. Wie mit dem alten Chinesen. Ja, mit seinem Laden. Der dann, nachdem man die Mission erledigt hat, auf einmal wieder dasteht und so, hey, komm her. Und man sieht so, warte mal, du bist gerade gestorben. Aber das sind solche Sachen, die ich meine. Was soll das? Was zur Hölle ist da verkehrt bei euch? Ist schon so ein bisschen kacke, muss man ganz ehrlich sagen, ne? Okay. Auch, dass ich Loot extra aufheben muss. Kann man den nicht extra einsammeln gleich? Die Schrotflinte drin, ne? Na. Ist immer noch die Granate fallen ist. Sniper wäre jetzt echt ganz angenehm. Das gönne ich mir auch gleich mal. So, ich möchte jetzt einfach nur in das Inventar diese Waffe auswählen. Also gegen das hier tauschen. Das ist alles so langsam. Warum dauert es so langsam, wenn ich in ein Menü rein möchte? Sniper ist voll schlecht. Direkt zu mir. Brenne. Voll zurückgeworfen hier. Aber hier kriege ich mich der Sniper nicht, ne? Besser! Ha, tust du nicht. Arschkeks.
Dein Leben gehört mir. Auch interessant, ne? Okay. Haben wir. Ein Gegenstand, der da eigentlich nicht liegen sollte, okay. So, gucken hier oben, lag ja auch irgendwie noch was. Noch eine Munition. Ja, weil die Gegner droppen halt super selten was, ne? Und das, was man findet, ist tendenziell erstmal alles scheiße. Okay. Naja, dann. Marinnensvergnügen hier. Ne? Nun gut, würde ich sagen, machen wir hier ein Päuschen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.